Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Pet Battle Achievement und zwar haben wir das einmal unter Haustierkämpfe und dann Kampf drin. Und dieses Mal wollen wir uns, wo haben wir es? Ah ja, ich habe schon aufgedeckt gehabt, Mechanikkämpfer der Zaralek-Höhle anschauen. Und für dieses müssen wir Folgendes machen: Bezwingt die Tierausbilder der Zaralek-Höhle mit einer vollständigen Gruppe mechanischer Haustiere. Bei der ersten Ausbilderin sind wir schon mal und die ist auf den Koordinaten 64, 49 und das ist diese Worgen-Dame hinter mir und die möchten wir jetzt mit folgender Kombination besiegen. Einmal mechanische Kakerlake, dann mechanischer Skorbit und Kupferhupfer. Und von den Fähigkeiten haben wir hier die 2, hier die 1 und da die 2, da die 1, die 1 und nochmal die 1 und hier haben wir die 1, die 1 und gut, da ist egal, die letzte Fähigkeit, da ist wurscht. Gut, dann steigen wir mal in den Fight an sich ein. Als allererstes machen wir die Apokalypse an und zwar ist es ein Spell, der nach insgesamt 15 Runden einschlägt und alles zerdeppert, was da auf dem Spielfeld rumsteht, also zumindest in der ersten Reihe. Und sobald wir diese Fähigkeit gezündet haben, können wir als nächstes die Warnung ziehen. So, dann können wir als nächstes die schwarze Klaue ziehen. Jetzt sind wir nämlich beim mechanischen Skorpit. Wenn ihr hier nicht bei dem richtigen Pattern landet, müsst ihr den Kampf neu starten. Also ihr müsst nach der Warnung bei dem Skorpit landen. Ne? Schwarze Klaue haben wir raufgehauen. Und als nächstes machen wir dann Stachelstich. Können wir den insgesamt zweimal reinhauen. Zweites Mal. Und sobald wir das zweimal draufgehauen haben, hauen wir als nächstes blendendes Gift drauf. Das ist natürlich jetzt blöd, dass er mich weggehauen hat, aber wir sind natürlich hier einmal ein mechanischer, dementsprechend werden wir noch einmal geretzt. So. Dann switchen wir jetzt einmal zum Kupferhupfer. Und da haben wir ihn. Jetzt hauen wir dann den Wasserchat drauf. Nochmal. Nochmal. Spielen wir jetzt einfach so lange durch, bis der down ist. Okay, der ist einmal tot. Dann holen wir jetzt unseren mechanischen Skorpit nochmal rein. Machen hier nochmal Stachelstich. Lief jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen wir mal. Hier nochmal den Funken, die erste Fähigkeit. Eigentlich sollte es ein bisschen anders laufen. Eigentlich sollten wir den mit dem Frosch schon töten. Das hat jetzt leider nicht ganz geklappt. Jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, dass das hier wird. Vielleicht kriege ich das noch gekillt. Okay, der ist down. Und jetzt, ja, können wir eigentlich irgendwas drücken, ist vollkommen wurscht. Mal einmal ausgewichen. Der Einschlag kommt. Und damit haben wir gewonnen. War jetzt eine knappe Sache. Eigentlich sollte es gar nicht so knapp sein. Und zwar, sollten wir anscheinend das zweite Pet damit noch mit dem zweiten Pet quasi sein zweites töten. Hat es bei mir irgendwie nicht ganz geklappt, aber naja, wir haben es trotzdem noch hinbekommen. Wenn es bei euch ähnlich läuft, ne, dann seht ihr ja, es klappt auch, wenn es nicht ganz planmäßig verläuft, das Ganze. Gut, dann sind wir damit jetzt auch durch. Jetzt schauen wir mal ins Achievement rein. Yep, das haben wir einmal abgehakt. Dann kommen wir zum nächsten Meister. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 52, 66 und dort haben wir hier diesen Troll
und den wollen wir jetzt mit folgendem Team bekämpfen. Zeitloser mechanischer Drachling mit den Fähigkeiten 1, 2 und 2. Dann haben wir die Taschenkanone mit 2, 1 und 2 und den Mikrobot mit 3 mal der 2. Dann würde ich sagen, starten wir einmal durch. Später. Das erste setzen wir die Zeitbombe ein. Als nächstes machen wir danach den Flammenatem. Dann kommt einmal das Armageddon. Jetzt hauen wir die Taschenkanone rein. Damit machen wir jetzt einmal den Frostschuss. Nochmal dann. Frostschuss. Frostschuss. Machen wir jetzt als nächstes. Ah, wir können jetzt quasi. Ah, ne, wir jagen ihn hoch, explodieren. Dann machen wir aufladen. Und hauen jetzt die Ionenkanone drauf. Das müsste. Trotz, dass der hier seinen Schutz hat, ihn zerstören, weil er hat nicht mehr viel Leben und damit machen wir jetzt eh 150% mehr. Also müsste ihn eigentlich trotzdem weglasern, da seht ihr. Easy. So, dann haben wir den Fight auch fertig. Dann sind wir beim nächsten Meister und zwar sind wir einmal auf den Koordinaten 45, 81 und dort haben wir den Ausbilder Orlok. Den wollen wir bekämpfen mit folgenden Pets. Und zwar einmal ein neu zusammengebauter Gorilla-Bot. Und dabei haben wir die Fähigkeiten 1, 1 und die 2. Dann haben wir zeitloser mechanischer Drachling. Da brauchen wir eigentlich nur die erste Fähigkeit, die 1. Und dann haben wir hier falscher Knöchelhauer. Da haben wir die 1 und hier die 2. Die anderen Fähigkeiten brauchen wir tatsächlich nicht. Dann würde ich sagen, starten wir durch. Als allererstes müssen wir mal gucken. Wir machen hier das Toben an. Das ist die Fähigkeit hier. Wir müssen bloß ein bisschen schauen, wann er jetzt abtaucht. Wenn es blöd läuft, taucht er jetzt während dem Toben ab. Das ist natürlich belastend. Okay, ist aber nicht, ist kein Weltuntergang. Jetzt hauen wir einfach Zerschmettern drauf. Und nochmal Zerschmettern. So. Nochmal zerschmettern. Nochmal. Ja, das lief jetzt nicht ganz optimal. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin langsamer als er. Riskieren wir's. Okay, dann machen wir jetzt einmal zerschmettern. Und danach machen wir den Kraftzug. Ja, wir hätten vielleicht sogar nochmal zerschmettern machen können. Ah, nee. Okay, war gut. Ach, Moment. Ich hätte zweimal zerschmettern machen können, weil ich ja noch, hier eine Maschine bin, quasi, und mich ja wiederbelebt. Das hatte ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, ist aber nicht so wild. Flammenatem, also wir können dann noch einmal mehr die erste Fähigkeit drücken. Wir werden ja noch einmal geretzt, ne, bevor wir den Kraftzug machen. Aber gut, egal. Dann machen wir jetzt nochmal den Flammenatem. So, und jetzt sind wir bei der Schnecke und hier hauen wir jetzt einfach quasi den Flammenatem durch. Wir haben jetzt schon mal quasi den Kopfstoß getankt und kriegen jetzt auch noch das Tauchen ab, was sehr gut ist. Dann können wir nämlich mit dem anderen halt finishen. Er hat quasi zwei eklige Zauber, ne? Das kann uns stunnen und das haut halt ordentlich raus
Wir können halt gegen ihn keinen Schaden verursachen. Während er jetzt hier mit dem Säureglibber eigentlich nicht viel machen kann. Das gibt uns einen Dot, macht einen Ticken Schaden. Und sonst kann er keine anderen Fähigkeiten einsetzen. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht haut er dann gleich nochmal den Kopfstoß auf den Drachling raus. Ja, okay, den hat er gewastet. Sehr schön. Und jetzt kann ich eigentlich mit dem hier noch finishen. Dann machen wir einfach zerschmettern. Dürfte ihn jetzt eigentlich töten. Und zack, da geht er down. War jetzt eigentlich ein relativ einfacher Kampf. So, Dola, dann sind wir beim letzten Boss oder Zähmer, je nachdem, wie man die betiteln möchte. Wir sind auf den Koordinaten 38, 49. Und dort in der Höhle haben wir die Blutelfin, die hinter mir ist. Also da haben wir den Höhleneingang. Hier ist die Tuse. Und gegen sie möchte ich mit folgender Kombination kämpfen. Den mechanischen Drachling mit den Fähigkeiten 1, 2 und 2. Dann haben wir den Mikrobot, da haben wir 1, 2 und 2. Und dann haben wir den, also einmal den Mikrobot XD und den Mikrobot 8D. Und da ist es auch wieder so, dass wir hier 1, 2 und 2 ziehen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Als allererstes aktivieren wir mal die Zeitbombe. Als zweites machen wir den Flammenatem. Dann haben wir als nächstes Armageddon. So, dann nehmen wir den Mikrobot XD mit rein. Machen hier Aufladen. Stirbt nämlich hier der Erste. Jetzt machen wir als nächstes Ionenkanone. Töten damit den Zweiten. Kann ich mit dem kurz nichts machen, weil er sich erholt, ne? Der wird jetzt halt eh rippen. Aber das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt holen wir den zweiten Mikrobot rein oder wird automatisch reingeholt. Wir machen dasselbe. Aufladen. Und dann machen wir die Ionenkanone. Mit dem Aufladen machen wir hier 125% mehr Schaden. Und die Ionenkanone, die lasert halt ordentlich Damage rein. Und damit haben wir dann auch alle mechanischen Viecher absolviert. Und zusätzlich habe ich jetzt auch quasi alle verschiedenen Arten von Haustieren mit ausschließlich dieser Haustierart die vier Meister besiegt. Und da gibt es dann dementsprechend auch ein kleines Pet, den Geralt. Und den können wir uns theoretisch jetzt mal anschauen. Habe ich den in der Post oder kriege ich den im Inventar? Habe ich nicht wahrscheinlich. Habe ich den jetzt automatisch schon gelernt, oder? Jetzt guck mal. Gucken wir einfach mal bei den Level 1 Pets. Müsste ja dann dabei sein. Wo haben wir ihn? Ne, da ist er auch nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich kriegen wir den in der Post, schätze ich mal. Weil hier ist er jetzt nicht dabei. Gut, fürs Achievement sind wir aber auf jeden Fall schon mal durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Und wenn ihr wollt, die anderen Achievements, dazu habe ich auch schon ein kleines Video erstellt jeweils. Und da könnt ihr gerne reinschalten, falls ihr das noch braucht. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.